bis das technisch beim Eduard klappt. Hallo, Anna Streisler, Forum Umweltbildung. Ich bin mit der Madeleine Riske eine von den beiden, die die Teams der drei Hochschulen sozusagen durch diesen Konzeptionsprozess begleitet haben und freue mich irrsinnig, dass ich da jetzt auch dabei sein kann. Und die Info-Ungleichgewichte beschäftigen uns natürlich im Forum Umweltbildung genauso. Wie schaffen wir es, sozusagen aus der Nische in die Breite zu kommen? Insofern ist das ganz passend, dass ich da bei dem Workshop dabei sein kann. Danke. Ja, danke. Dann schauen wir, ob das jetzt beim Eduard klappt. Während du deine Vorstellung kurz bitte in den Chat schreibst, werde ich noch ein paar grundsätzliche Dinge hier vorab sagen, damit wir die Zeit irgendwie möglichst effizient nutzen. Also Ziel ist es, das haben wir ganz vorhin bei der Begrüßung gehört, dass wir heute mit zwei Vorschlägen, mit ganz konkreten zur Verbesserung der Kommunikation später in die Runde gehen können, die präsentieren können, die quasi die Transformation hin zu einer nachhaltigeren und nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise hin ermöglichen. Auf die werde ich im Laufe unseres Gesprächs immer wieder versuchen zurückzumahnen, sollten wir abdriften. Ich habe es schon gesagt, wir werden hier aufgezeichnet, also quasi ihr seht im Mac den roten Recording-Button. Sollte irgendjemand damit ein Problem haben, dann muss ich ihn oder sie leider einladen, die Runde zu verlassen. Es wirkt nicht so. Danke, ja. Gut, dann werde ich. Ja, gut. Wie lange haben wir Zeit? Ich habe irgendwie im Kopf nur bis Punkt. Weißt du das? Matteo, du bist der Master of Ceremonies. Ja, wir haben jetzt noch, also oben rechts sieht, glaube ich, jeder ein Verbleiben, doppelt 23 Minuten noch. Also wir können reden langsam. Und der Herr Schlaffer hat sich schon vorgestellt, Thomas. Ah ja, gut, dann werde ich das kurz vorlesen. Eduard Schlaffer schreibt, pensionierter Lehrer, ich beschäftige mich mit dem Thema nur am Rande, versuche aber so zu leben, dass ich die Ressourcen möglichst schone, stoße dabei aber auf Hindernisse in meiner Umgebung, vor allem am Land. Gut, also danke. Ich würde vorschlagen, sollte sich das Problem technisch im Laufe der Diskussion nicht lösen lassen, dass du, ich hoffe, dass du, ist auch bei dir okay, dass du quasi Einwürfe in den Chat schreibst und ich werde das dann zwischendurch, ich werde immer wieder nachschauen, der Matteo wird auch ein Auge drauf haben auf den Chat. Wir werden das dann in die Diskussion einbringen, damit du, obwohl das mit dem Audio-Kanal bei dir nicht klappt, trotzdem zu Wort kommst. Gut, also ich habe hier wirklich die Rolle des Moderators und werde nicht mit Thesen in den Raum gehen, sondern werde vielleicht die Ursula ersuchen, quasi ihren, nachdem sie quasi die so wirkte, als wäre sie am bewusstesten dieser Runde, weil es, glaube ich, wären alle dieser Gesprächsrunden und Fokusgruppen für jeden hier interessant gewesen, die sie am bewusstesten angesteuert hat, würde ich dich ersuchen, was deine grundsätzliche problematische Einschätzung ist für dieses Informationsgleichgewicht oder Ungleichgewicht und wie sich ein Gleichgewicht herstellen lassen könnte. Ja, danke. Also ich glaube, ich bin relativ überzeugt davon, dass bevor wir über Kommunikation sprechen, wir ganz wichtig über Grundlagen sprechen müssen, die Kommunikation überhaupt möglich machen. Vor allem diese Disbalance in der Gesellschaft ergibt sich oft sehr stark auch daraus, aus meiner Sicht und aus meiner jetzt Erfahrung auch mit den Gesprächen mit den Studierenden, dass eben es möglicherweise an einem gesellschaftlichen Gefühl von Zusammenhalt fehlt. Also wenn ich jetzt vom Konzept Citizenship ausgehe, dann gibt es da die Vorstellung, dass das Verständnis, wer ist ein Citizen oder wann hat man das Gefühl, Citizenship zu leben, dass da dazugehört, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, das grundsätzlich dann auch erst ermöglicht, Verantwortung für dieselbe Gesellschaft zu übernehmen, ja? Auch dann eben ermöglicht, eine aktive Rolle einzunehmen. Das wäre für mich so ein Vorkommunikations, eine Basis, die es da zu legen gilt.
Und dann muss man natürlich weiterschauen und da denke ich mir, kommt eben die Frage der Sprache und die ist immer sehr stark in einem politischen Kontext auch zu sehen. Das sieht man bei uns auch, wenn man an die Bildungssprache, Politik zur Bildungssprache in Österreich etwa denkt, dann würde ich hier meinen, gibt es da einige Hürden zu überwinden, die tatsächlich dieses Gefühl einer Zugehörigkeit zur Gesellschaft für alle mal grundsätzlich ermöglichen. Und das wäre für mich so eine Basisthese, die ich vertrete und zu der ich auch tatsächlich forsche und die nicht nur in Österreich, sondern weltweit, würde ich meinen, schon auch ein Thema ist, wenn es darum gehen soll, diese globalen Herausforderungen gemeinsam, da steht irgendwie so dieses gemeinsam, dreimal unterstrichen, zu bewältigen. Magst du für diese beiden, kann man ja sagen, es sind beides eigentlich Thesen, jeweils ein bis zwei kurz konkrete Beispiele bringen, also für dieses quasi die noch verhinderte Citizenship, wenn ich es zusammenfasse, und auf der anderen Ebene quasi für das sprachliche Ungleichgewicht. Na ja, gut, also für das noch verhinderte Citizenship, da kann man natürlich die Flüchtlingsthematik oder die Frage von geflüchteten Menschen weltweit und in Österreich auch hernehmen, wo ein Status fehlt, ja, von Citizenship, einmal grundsätzlich eine Voraussetzung dafür, sich einmal zugehörig zu fühlen. Das wäre mal ein ganz konkretes Beispiel. Ja, wenn ich keinen Status habe, wenn ich nicht Teil einer Gesellschaft bin, wie soll ich da mit Verantwortung tragen, ist das eine. Und dann natürlich die Frage von Sprachbildung, sprachlicher Bildung, die man in einem Bildungssystem eher monolingual denken kann. Das heißt, man klammert damit ganz viele Sprachen schon mal aus und sagt, okay, die sind jetzt in unserer Gesellschaft nicht relevant. Oder man denkt sie plurilingual, mehrsprachig. Das würde aber ein anderes Gefühl von Zugehörigkeit generell bei einem größeren Anteil der Bevölkerung bedingen. Also das sind einmal diese zwei Thesen. Ja. Wenn konkret genug? Ja, doch, ich denke, das ist konkret genug. Das sind gewaltige Aufgaben. Also quasi wir könnten mit jeder der beiden Thesen, glaube ich, wahrscheinlich die ganze restliche Zeit verbringen. Ich habe gesehen, die Anna hat quasi permanent genickt. Magst du da vielleicht was ergänzen oder vielleicht in eine andere Richtung rücken? Also ich bin von meiner Grundausbildung her Kultur- und Sozialanthropologin und habe mich mit interkulturellem Lernen beschäftigt und auch mit diesem sozusagen diese monokulturelle Bildung in der multikulturellen Gesellschaft. Und insofern sozusagen hab ich da viele Anknüpfungspunkte mit der Ursula. Etwas, was uns im Forum Umweltbildung immer mehr auch beschäftigt, sind zwei Aspekte, was Nachhaltigkeitskommunikation betrifft. Da will ich ein konkretes Beispiel sagen. Wir haben jetzt unlängst eine Fokusgruppe gehabt und da hat uns eine NMS-Lehrerin gesagt, eigentlich alle Schulbücher, die Nachhaltigkeitsthemen behandeln, sind sprachlich zu komplex und sie müssen eigentlich als NMS-Lehrerinnen und Lehrer eine unglaubliche Übersetzungsarbeit leisten, diese Inhalte so runterzubrechen, dass ihre Schülerinnen und Schüler, die diese plurilingualen Hintergrund haben, aber wo Deutsch eben eine von vielen Sprachen ist, die sie sprechen, die Bildungssprache, aber wo das sozusagen Vokabular und auch teilweise die Konzepte einfach nicht so vorhanden sind, dass sie da unglaublich viel Übersetzungsarbeit machen müssen und gar nicht so weit kommen, dass sie diese sehr komplexen Inhalte, es geht ja ganz viel um systemische Dinge zu verstehen, dass sie bis dorthin kommen. Das ist was uns im Forum Umweltbildung beschäftigt. Und das Zweite ist,
wir haben so eine relativ einfache, sozusagen eine Kommunikationsschiene, wo wir so mit Plakaten, wo so Wimmelbilder im Prinzip drauf sind, wo wir so mit Sprechblasen zum Hinschauen und zum Analysieren dieser bildlich dargestellten Situationen einladen. Und da beschäftigen wir uns einfach im Moment auch damit, ist es sinnvoll, unterstützen wir damit bestimmte Bildungsbereiche, wenn wir diese Plakate nicht nur in Deutsch anbieten, sondern auch in verschiedensten Migrationssprachen. Und das eine Plakat haben wir zufälligerweise, weil wir angefragt worden sind, auf Russisch und Kirgisisch übersetzen lassen und haben jetzt aus ganz unterschiedlichen Ecken, natürlich nur punktuell, aber unglaublich positive Rückmeldungen bekommen, dass es da in bestimmten Sprachcommunities das auch angekommen ist. Und ich glaube, da haben wir alle, das ist eine große Herausforderung, dass wir Bildungsmaterialien auch erstellen, die sehr stark visuell arbeiten und die auch sozusagen in diesem Deutsch-Basis-Training irgendwie eingesetzt werden können, dass wir auch dorthin sozusagen diese komplexen Inhalte der nachhaltigen Entwicklung hinbekommen. Aber da sind wir selber sehr am Überlegen, wie wir da gut tun. Und ja, aber danke Ursula, ich sehe das Thumbs up und ich habe mir selber schon eine Nachricht, also sozusagen Notiz geschrieben, dass wir in diesem Bereich sicherlich über den heutigen Tag auch sozusagen in Kontakt bleiben dazu. Sehr gut, ich finde das toll, weil wir haben damit quasi was Konkretes. Unser Ziel sind ja quasi konkrete Themen und Lösungsansätze zu präsentieren, ja. Bevor ich an die Kim quasi Also sozusagen meine Botschaft ist, erstens viel stärker visuell sozusagen komplexe Inhalte auch aufbereiten, sich das trauen, sozusagen wirklich stärker mit Icons und mit Erklärvideos und diesen Dingen zu arbeiten. Da versuchen wir selber gerade da stärker hineinzukommen, aber ich glaube, das ist eine echt wichtige Schiene. Und zweitens eben diese Basismaterialien in vielen Migrationssprachen sozusagen, ja, aufzubauen. Also ich hätte das zusammengefasst als niederschwellige visuelle Neuübersetzung von Schulbüchern, vor allem auch fürs Deutsch-Basistraining. Ja, ich glaube, ja. Matteo, nachdem ich später nicht dabei sein werde, leider, kannst du das quasi so dann, ich glaube, wir können uns auf das einigen. Ich würde, wie gesagt, jetzt dann gleich auf die Kim weiter verweisen, nur gleichzeitig versuchen oder quasi den Eduard einladen, ob er als pensionierter Lehrer da quasi dazu was sagen und schreiben möchte. Wir werden dann nachher noch mal kurz darauf zurückkommen, aber ich gebe jetzt mal an die Kim weiter. Du wolltest dich dazu was sagen? Ja, ja, danke. Ja, super. Ich kann mich dem allen natürlich voll anschließen. Also ich habe vielleicht nicht immer genickt, aber innerlich schon. Also ich bin absolut dabei und auch in unserer Arbeit ist das immer Thema von Mehrsprachigkeit, das auch eine bestimmte Wertschätzung, glaube ich, bedeutet. Und das ist eine ganz andere gesellschaftliche Einstellung, ob ich das quasi anerkenne. Ja, ob ich Menschen wählen lasse, ist zum Beispiel auch ein Thema. Ich meine, das brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht diskutieren, aber ich glaube, ich verstehe sehr gut den Ansatz, dass man sagt, für eine Kommunikation über diese Themen unserer gemeinsamen Zukunft braucht es einmal ein Gemeinsam. Und das ist eher auch bei Sol, ich meine, Solidarität, Ökologie und Lebensstil ist nicht umsonst. Also wir sagen auch immer, die Solidarität muss mit der Ökologie zusammen sein. Und zwar immer. Und wir hatten zum Beispiel ein Projekt zum Thema Flüchtlinge im Südburgenland, wo es um die Kommunikation ging und die quasi die Möglichkeit hatten, lokale Vereine kennenzulernen und denen beizutreten. Und was da passiert, ist ein Kennenlernen. Und durch dieses Kennenlernen und Zusammenkommen ändert sich sehr viel. Gut, das wollte ich jetzt aber gar nicht sagen, aber das musste ich jetzt sagen. Es sind so viele Themen, auch das Thema Komplexität ist bei uns immer ein Thema. Also versuchen wir auch Broschüren möglichst einfach und trotzdem nicht, Thema Sprache, nämlich auch, was die Ursula vorher gesagt hat, ja, wie kann man vereinfachen, ohne die Komplexität, die man sich aus gutem Grund angeeignet hat, um zu differenzieren und nicht rassistische oder diskriminierende Sprache zu reproduzieren. Wie kann man das gemeinsam schaffen, finde ich ein sehr wichtiges und spannendes Thema. Ist, finde ich, ein eigener Arbeitskreis oder Zyklus, dazu zu arbeiten.
Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass dieses Thema Wissen ist das eine, glaube ich. Also wie kann man das vermitteln? Und das nächste ist, wie kommt man ins Handeln? Damit beschäftigen sich sehr viele, nicht nur wir. Was aus meiner Erfahrung immer ein Punkt ist, ist das Erleben. Also zu erleben, dass ich jetzt zum Beispiel auf etwas verzichte, was mir ein nachhaltigeres Leben geben könnte, ist eine ganz andere Erfahrung, als ich höre, was ich nicht soll. Das erlebbar machen, für mich eine ganz wichtige Aufgabe von Nachhaltigkeitskommunikation, also nicht nur Fakten. Und ein Punkt vielleicht noch, weil wir ja in 10 Minuten hier weg sind leider und nachher sitzen auf diesem Podium aber die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer, was ich sehr spannend finde, habe ich mir halt auch überlegt, ein Thema, das ich mitgeben wollen würde, ist auch eben dieses weniger. Also das ist sehr komplex, aber wir beschäftigen uns sehr viel mit dem guten Leben, das mit geringerem Ressourcenverbrauch möglich ist. Und das wird ein Thema und es muss sein. Also das ist jetzt keine Frage von wer will und wer hat Lust, sondern es wird so sein. Und die Frage ist, wie stellen wir uns darauf ein, wie bereiten wir uns darauf vor, wie gehen wir damit um? Und das vermisse ich sehr stark, zum Beispiel in einem Arbeiterkammermagazin. Also ich sehe Tipps für nachhaltigen Konsum sehr lobenswert und immer wieder eine ganze Seite mit Fakten zu Haushaltsenergieverbrauch. Aber dieses Tabuthema, dass es auch weniger sein muss, bei aller Effizienz und so, das fände ich ein super Thema. So, jetzt höre ich auf. Ich glaube, wir haben damit eigentlich quasi in diesem kurzen Zeitrahmen, solange es da jetzt quasi zu dieser Forderung von Kim keinen Einwand gibt, haben wir in dieser kurzen Zeit eigentlich unser quasi Plansoll erfüllt, weil wir haben 2 konkrete Forderungen. Und zwar das Tabuthema weniger oder quasi so, ich für mich sag das oder habe das immer unter dieser Phrase weniger ist schwer zusammengefasst. Das ist dieses Tabuthema, weniger ist schwer, offen anzusprechen, zu versuchen, dem irgendwie quasi auch lustvolle quasi Aspekte abzugewinnen, glaube ich, weil ich glaube, es wird letztendlich auf das die Kommunikation oder der Kunstgriff in der Nachhaltigkeitskommunikation wird schon sein, ohne zu beschönigen, quasi so auch dieses das weniger ist schwer in ein weniger ist mehr umzuleiten und umzudeuten. Und ich glaube, das kann man ganz konkret dann später in der Diskussion vielleicht auch zum Beispiel ganz konkret bei der Arbeiterkammer einfordern. Und es wird natürlich auch spannend so sein, wie dann quasi der Vertreter der Wirtschaftskammer auf das reagiert. Ja. Gibt es da noch quasi Anmerkungen? Weil sonst würde ich meine, wie gesagt, der Eduard hat die Hand gehoben. Ich weiß nicht, ob wir dich mittlerweile verstehen können, sonst schreib es bitte in den Chat. Leider verstehen wir dich nicht. Versteht ihr mich noch immer nicht? Ah, ja. Doch, ganz leise, bitte lauter drehen. Ja, ich versuch's. Also ich glaube, es war das neue Headset schuld daran, dass ich mich nicht gehört habe. Es funktioniert einfach nicht. Aber was ich sagen möchte, ich habe Ende der 90er Jahre habe ich in einer Hauptschule Biologie unterrichten müssen oder dürfen, wie man es haben will. Und wir haben da über Ökologie gesprochen, über die Abhängigkeit des einen Lebewesens vom anderen und so weiter. Und ich glaube, dass ich damals das sehr gut geschafft habe, weil eine Anmerkung eines Schülers gekommen ist, der gesagt hat, wir haben über ökologische Systeme gesprochen, und der hat gesagt, wir sind ein ökologisches System, also ein soziales System in der Klasse. Und ich denke, dass der genau verstanden hat, worum es geht. Aufeinander Rücksicht nehmen, den anderen leben lassen und ihn zu fördern. Das war's. Aber was ich noch sagen wollte, wir werden einerseits von der Werbung beinahe erschlagen. Mit ganz einfachen manipulativen Mitteln. Es kommt immer gut an, und beziehungsweise wird das gemacht, was die Werbung will. Andererseits aber ist die Bereitschaft, diese Komplexität zu erfassen von den Leuten, sehr schwierig zu handhaben. Und ich merke, ich komme dabei nicht durch. Die Leute sagen, ich will davon gar nichts hören und blocken einfach ab. Das heißt, die Komplexität ist einfach so hoch, dass sich Leute lieber damit nicht befassen und lieber auf die Werbung einfallen. Ja, das wäre natürlich ein eigener großer Punkt, über den man
lang diskutieren könnten. Ließe sich daraus auf die Schnelle eine konkrete Forderung ableiten, Eduard, weil es spricht ja nichts gegen drei Thesen oder Forderungen, nachher in die Diskussion zu gehen. Naja, ich denke, dass hier die Politik eine große Rolle spielt, nämlich in einem kleinen Dorf, davon rede ich jetzt. Im Dorf halte ich mich ja sehr viel auf und ich komme dort nicht an die Leute heran. Ich glaube, die Politik kann hier etwas tun. Sie kann hier einen Rahmen schaffen, wo die Leute eben hinkommen, wo sie einander zuhören, wo sie miteinander reden und wo sie eben diese Problematik aufgreifen und ja, einfach damit sich befassen. Wenn ich nur daran denke, ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen über die Schrimpsproduktion in Pakistan, was unglaubliche Schäden verursacht. Wer weiß das von uns, welche Schäden da verursacht werden? Die Leute für einen kurzen Profit geben sie alles auf und sind nachhaltig für Jahrzehnte geschädigt, nämlich massiv geschädigt. Und das will einfach niemand hören. Die Schrimps sind momentan wichtiger, die möchte ich essen, aber nicht, welche Folgen das Ganze hat. Kim? Ja, ich finde, das passt sehr gut, weil es gibt ja extrem viele Filme zum Beispiel. Es gibt die Welcome to Sodom über Handys. Ja, man sieht fürchterliche Bilder und irgendwie weiß man das nachher. Trotzdem werde ich mein Smartphone haben, also seit einem Jahr. Aber anyway, irgendwann werde ich Technik nutzen. Das heißt, das finde ich wieder eben das Spannende. Wie kommt man von diesem, man kriegt auch die Information, was natürlich auch ein Thema ist, wie man da hinkommt und wie, ob man sie aufnehmen kann. Aber wie komme ich dann weiter dazu, das auf mein Leben zu übertragen? Und da finde ich das mit der Klasse, was du erzählt hast, eben urspannend. Also dieses eben wieder reinholen in meine unmittelbare Lebenswelt und erfahrbar machen. Und ich wollte nur ganz kurz sagen, zur Diskussion, vielleicht könnte man, wenn dieses weniger geht, auch einfach zusammenfassen, dass man über die Idee des grünen Wachstums hinausdenken muss und sich vielleicht auch wirklich überlegen muss, was ist das gute Leben? Weil ich glaube, das ist der Punkt. Ich will meine Shrimps, solange ich definiere, dass das ein gutes Leben ist, wenn ich Shrimps essen kann. Und zwar immer und zu jeder Jahreszeit, egal um welchen Preis. Also, dass man einfach auch auf die Basis muss, ja, was macht das gute Leben eigentlich wirklich aus? Und darüber einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen, ist für mich auch eine Basis. Die Lisa hat sich im Chat, die Hand gehoben. Ich wollte nur quasi auch noch ganz kurz sagen, ich finde es ganz, ganz wichtig, was die Kim gerade gesagt hat. Also diesen Diskurs über Postwachstum sollten wir auf jeden Fall führen und das machen noch viel zu wenige Organisationen im Moment, vor allem nicht im Mainstream Medien und auch Politiker sind da sehr vorsichtig, dieses Thema überhaupt nur irgendwie anzufassen. Also ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe jetzt leider von der Diskussion nicht so viel mitgekriegt, aber ich wollte nur ganz kurz einbringen noch, dass halt unsere Erfahrung ist, dass dieses Gleichgewicht überhaupt nicht da ist, weil halt einfach Konzerne, die auf Wachstum getrimmt sind, so viel Marktmacht, so viel Werbemacht auch in Medien haben. Also die können sich teilweise Medien halt auch kaufen. Medien, die von Millionen Bürgerinnen und Bürgern in Österreich konsumiert werden. Und wenn die dann eine gewisse Botschaft haben, und das ist halt diese Werbebotschaft, mit denen sie uns die auf uns niederprasseln, dann können wir zum Beispiel als NGOs auch da so wenig dagegen ankämpfen oft, weil wir halt nicht über dieses Marketingbudget, über dieses Werbebudget verfügen und damit, also natürlich kommen wir Gott sei Dank auch in den Medien vor, aber die gegnerische Seite ist halt wirklich extrem dominant und extrem stark und hat ganz, ganz viel Macht und hat ganz, ganz viel Platz in diesen Medien, ob es jetzt TV oder Radio oder Print ist. Und da wäre es halt für mich auch wirklich mal eine Überlegung zu sagen, da greift man regulatorisch ein. Also es wäre wirklich eine Überlegung zu sagen, kann man gewisse Werbemaßnahmen, die wirklich ganz klar gegen die Ökologie gehen, also wirklich ganz eindeutig unseren Planeten zerstören, kann man die irgendwie regulieren? Finde ich auf jeden Fall einen Gedankenwert und das muss man in Zukunft. Wie würdest du das konkretisieren? Ja, schwierige Frage. Schwierige Frage, ja, Kim?
Ich wollte nur sagen, also ich finde zum Beispiel schädliche Subventionen abzuschaffen, ist schon mal was sehr Konkretes, aber das ist natürlich jetzt eine politische Forderung, jetzt weniger die Kommunikation der Abschaffung der Subventionen, ja, ist auch ein Thema, aber natürlich muss man es einfach auf andere Weise fordern. Sorry. Also es gibt ja zum Beispiel ein Werbeverbot oder Werbeeinschränkungen für Zigaretten oder für Alkohol. Und ähnlich könnte man sich das vorstellen für Produkte oder so, die ganz eindeutig in der fossilen Vergangenheit also Ölheizungen oder sowas. Oder ich brainstorme jetzt quasi nur, wenn man uns das noch nicht genau überlegt. Aber man sollte darüber nachdenken und man sollte sich überlegen, wie kann man das auch umsetzen. Ich wollte nur sagen, ganz kurz, wir haben jetzt nur noch 9, 8, 7 Sekunden. Vielen Dank. Dann wird das gleich abgebrochen. Ich glaube aber, dass wir vielleicht noch eine Minute Puffer kriegen. Trotzdem, wenn nicht, sehen Thomas Wien einander in der zweiten Fokusgruppe. Und danke einmal fürs Erste von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Noch eine Minute Puffer. Lisa, wenn ihr da zu konkreten Ergebnissen kommt, nehmen wir an, dass wir über Greenpeace davon hören. Ja, definitiv. Ja. Ich würde es einfach fordern, dass die Subventionierung und die konsequente Unterstützung der Zerstörung gestoppt wird. Also man muss, glaube ich, gar nicht über Verbote sprechen. Man kann einmal aufhören, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass sie das ständig fördern, die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen. Aber ich bin auch dafür, dass Greenpeace dazu arbeitet. Ja, zu den Subventionen arbeiten wir schon. Werbeverbote sind eben ganz schwierig. Da diskutieren wir im Moment nur. Das braucht da klare politische Entscheidungen schon, auf alle Fälle. Ja, dann vielen Dank. Hallo, wir sind zu 50, 6. Hallo. 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 Ob der Matteo auch kommt, mein Assistent. Der weiß nämlich genau, wie viele Personen sich angemeldet haben oder diesem Breakout, dieser Session zugeordnet wurden. Deswegen weiß ich nicht, ob wir noch auf jemanden warten müssen. Hallo Matteo, du bist auch wieder da. Sind wir vollzählig? Ja, aber ich habe gerade mit der Frau Karin Bauer telefoniert. Deshalb, wir sollten vollzählig sein. Ja, wieder. Eine kompakte, knackige Sechserrunde, sehr gut. Ja, die allgemeine Erläuterungen zu den Gepflogenheiten erspare ich mal in dieser zweiten Session. Ihr habt das wohl in der ersten schon durch. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Thomas Weber. Ich bin Herausgeber von Biorama, Magazin für nachhaltigen Lebensstil, das es natürlich auch online und in anderen Kanälen gibt. Und habe mich sehr gefreut, heute hier moderieren zu dürfen mit den Themenbereichen, die eingangs vorgestellt wurden, habe ich im Alltag eigentlich mit allem zu tun. Ich nehme an, bei den meisten hier wird es ähnlich sein. Ich würde jetzt trotzdem euch ganz kurz um eine 2, 3, 4 Sätze Vorstellungsrunde ersuchen, damit wir genau wissen, mit wem wir hier in der Session sind. Vielleicht mag die Monika beginnen, die ist bei mir in der Reihe die Erste. Monika, man versteht dich nicht. Du musst das Mikro aktivieren. Sorry. Also, Monika Lischke, ich komme aus der Umweltbildung, habe in Österreich das Forum Umweltbildung mitgegründet und bin jetzt die letzten Jahre stark in der Unternehmenskommunikation zur Nachhaltigkeit tätig. Vor allem im Modebereich, aber auch darüber hinaus. Magst du da auch Namen nennen? Elemente Clemente, VD, also ein Outdoor-Hersteller. Es gibt ein paar andere, die ich jetzt im Moment nicht nennen möchte. Okay. Ja, danke. Dann habe ich als Nächsten in der Liste oder in der Reihe bei mir den Gernot Leubnecker. Ich nehme an, dass du ist für alle hier okay. Aber klar. Gernot Leubnecker. Ich arbeite bei Infineon Technology, das ist ein Chip-Hersteller, Microchip-Hersteller, bin aber nicht in Villach, sondern bin in Dresden und leite da die Produktionsabteilung. Cool, dann
Christoph Drechsel als nächster in der Reihe. Ja, ich war lange Zeit Geschäftsführer eines Haustechnikunternehmens, Gebäudetechnik für Passivhäuser, also Niedrigstenergiegebäude. Bin da vor 4 Jahren ausgestiegen, habe das Buch 2 Grad eine Tonne geschrieben, das vorhin angekündigt oder vorgestellt wurde, und bin jetzt selbstständig als Forscher, Entwickler, Berater in diesem Bereich tätig. Henry Dubiana. Ja, du hast das mit. Ja, jetzt geht's. Morgen. Mein Name ist Henry Dubiana. Ich bin Student an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, jetzt im ersten Semester, und ich studiere Umweltpädagogik. Also ich bin da so noch ein bisschen neu in der ganzen Thematik, was jetzt die Fakten und das faktische Wissen anbelangt, aber habe davor auch schon 3 Jahre lang Primarstufenpädagogik studiert. Das heißt, ich befasse mich mit Bildung sehr stark und mit Inklusion. Ja, danke. Wir sind einer mehr geworden, habe ich gesehen. Deswegen ersuche ich jetzt den Michael Koppertz, sich kurz vorzustellen. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich bin wissenschaftlicher Projektleiter am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und mein vorletztes Buch nennt sich Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten. Ich glaube, dass ich deswegen jetzt eingeladen wurde. Mir geht es sehr viel um die Frage, wie können wir vom Wuppertal-Institut unsere Ergebnisse so kommunizieren, dass sie auch in den politischen Entscheidungsprozess Eingang finden. Und da reicht, ein wissenschaftlicher Bericht, der super lang ist und kompliziert zu lesen, der reicht dafür nicht aus. Und da muss man sich schon etwas mehr einfallen lassen. Okay. Dann der Letzte. Hier ist der Matteo Melzer. Ja, hallo, ich bin der Matteo. Ich bin im Kernteam von dem Projekt, habe also mitgearbeitet, das zu organisieren, und bin für diese Fokusgruppe der Assistent von Thomas. Darf auch gleich alle noch mal kurz daran erinnern, ihr seht es oben rechts, die verbleibende Zeit, 24 Minuten, das ist nicht viel. Daher kurz die Erinnerung, wenn wir was sagen, dass wir es vielleicht möglichst kompakt haben, dass jeder 1-2 Mal zumindest zu Wort kommen kann. Danke. Ja, danke, Matteo. In der ersten Breakout-Session hatten wir so, dass einige quasi ursprünglich vorhatten, in andere Sessions zu gehen. Deswegen frage ich jetzt ganz bewusst, wer hat sich denn dieses Fokusthema Informationsungleichgewicht ganz bewusst ausgewählt? Henry, okay. Gut, du hast gleichzeitig, eigentlich hatte ich überlegt, quasi den oder die Person zu einer Eingangsthese zu verleiten, aber du hast gleichzeitig gesagt, dass du da quasi noch dir am wenigsten darunter vorstellst. Wenn du eine Eingangsthese formulieren möchtest, spreche ich diese Einladung trotzdem hiermit aus. Wenn nicht, habe ich eine Frage an einen anderen Teilnehmer hier in der Runde. Henry, das. Bitte, stellen die Frage bitte. Ja, dann den Michael Koppertz. Also wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass wir alle per Du sind. Ich hoffe, das ist okay. Da warst du noch nicht da. Du hast vorhin quasi schon einen ganz konkreten Problemfall angesprochen. Und wir sollen ja hier auch konkrete Forderungen und Thesen quasi formulieren, die dann später in der Diskussion ausgesprochen werden können. Und du hast gesagt, wenn man diese Forschungsergebnisse hier im Wuppertal, wenn ich das jetzt zitiere, haben, dann hilft es nicht, die einfach nur zu veröffentlichen, sondern man muss sich da mehr überlegen. Deswegen meine Frage, was konkret überlegt ihr euch denn da momentan mehr? Also das Dilemma ist, dass bei uns für die Evaluierung vom Wissenschaftsrat immer mehr Wert darauf gelegt wurde, Review-to-Paper zu produzieren. Und ein doppelt begutachtetes Paper ist genau das Gegenteil von dem, wie man Politik überzeugt. Ja? Also wenn ich Leute überzeugen will von einer Innovation oder einer Idee, die ich entwickelt habe, muss ich mit ihnen darüber reden. Ich muss mit Entscheidungsträgern reden, mit Politikern, mit Unternehmerinnen und muss sie versuchen, mit meiner Idee zu infizieren. Und wenn sie davon überzeugt sind, dann transportieren sie das auch weiter. Also genau so
kam auch die Energiewende. Das ist natürlich braucht es dann die wissenschaftliche Aufbereitung, all das, aber es braucht dazwischen braucht es etwas für die Übertragung. Und da waren wir vom Wuppertal-Institut mal ganz gut drin, aber da sind wir relativ schlecht geworden. Mittlerweile geht es etwas, weil in der Forschung braucht es dafür eine eigene Wertschätzung. Also diejenigen, die das machen, also ich mache das, was ich jetzt hier mache, oder dieses Buch, das habe ich in meiner Freizeit geschrieben. Also vieles, es wird schon bei den Forschungsaufträgen oft nicht in der Form honoriert, die Kommunikation darüber. Also wir stellen überall Leuchttürme auf, Modellprojekte, am Ende hat man irgendwie ein Ergebnis und dann bleibt es bei dem Leuchtturm an der einen Stelle. Und jetzt ist es mir gelungen mit unserem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass die Tatjana mal für 2 Jahre jetzt Kommunikation, Verbreitung der Idee finanzieren. Das ist zwar keine klassische Wissenschaft mehr, aber das ist natürlich ganz essentiell dafür, dass die Ergebnisse, also wenn man denn der Meinung ist oder auch andere von außen denken, das ist eine super Idee, ein super Konzept, dann braucht es halt noch die Zeit, um das in die Breite zu bringen. Und hier ist dann tatsächlich auch journalistische Kompetenz gefragt. Ich leite daraus jetzt fast schon sowas wie eine erste Forderung ab, weil das eigentlich jetzt schon unerwartet konkret war. Wir müssen dann immer noch, also jetzt nicht auf dich bezogen, sondern quasi in einer ersten Frage so eine konkrete, also ich könnte da schon eine Forderung destillieren, nämlich Wertschätzung für Kommunikation in der Wissenschaft schaffen. Also das wäre was ganz was Konkretes, weil quasi die Praktiken und Gepflogenheiten des in sich geschlossenen Wissenschaftsbetrieb offensichtlich andere Sinn und andere Maßstäbe für Wertigkeiten anlegt, als das, was eigentlich gesamtgesellschaftlich notwendig und wünschenswert wäre. Und ich glaube, das kann man ganz konkret aussprechen. Ja, bitte? Ja, ich hätte noch was, weil ich jetzt hier mit dem Ungleichgewicht, ich wusste erstmal gar nicht, in was für einer Fokusgruppe ich bin. Also, was in der Ökoroutine ja ein ganz wichtiger Gedanke ist, dass Routinen sich nicht von alleine, also durch moralische Appelle oder durch gute Kampagnen und Informationsarbeit ändern, sondern dass die Rahmenbedingungen sich ändern müssen. Und wenn es jetzt um Informationsungleichgewichte bei Kommunikation geht, bei uns wird jetzt zum Beispiel ein CO2-Label für Lebensmittel diskutiert. Also, dass man auf dem Lebensmittel sieht, wie groß der ökologische Rucksack ist. Und ich bin fassungslos, dass eine Umweltbewegung noch viele diesen Vorschlag begrüßen, der einen Riesenaufwand bedeutet, also das alles zu messen und zu hinterlegen. Und dann haben wir am Ende ein Label auf dem Produkt. Das ändert auch nichts. Es wird nichts ändern. Ja? Das wird, da kommen wir nicht zu einer kritischen Masse von 20, 30 oder 50% Bioanteil. Ja? Das ist die große Tragödie, dass man denkt, ja, das Label, das bringt die Leute jetzt weiter. Mein Petitum ist, dass die Produkte, die im Supermarkt verkauft werden, dass die sich verändern. Und nicht, dass ich nicht versuche, die Mentalität des Konsumenten weiter noch zu beeinflussen. Weil offenbar hat das keinen Effekt aus vielen, vielen Gründen, die man auch beschreiben kann, systemischer und psychologischer Art. Und das ist auch im Prinzip genau, ich sag mal, wenn ich Lobbyismen für Agrarchemie, dann appelliere ich ständig an den bewussten und verantwortungsvollen Konsumenten. Weil ich weiß, jeder von uns alleine ist überfordert damit, alles richtig zu machen. Das geht mir ja genauso. Ich habe auch ein Smartphone. Ich bin in meinem Leben auch schon mal geflogen. Ja? Also es gelingt. Der Einzelne fühlt sich überfordert, Ohnmacht. Und was wir brauchen, ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, darf ich da kurz nachfragen? Das heißt, ganz grundsätzlich ist die Kommunikation zwischen Wissenschaft und den Policymakers viel, viel wichtiger als die Kommunikation in der Öffentlichkeit. Ja, ich würde zumindest sagen, also natürlich, dass die Menschen dafür sensibilisiert sind, dass die Menschen den Klimaschutz wichtig finden, das liegt an Kommunikation, das liegt am verantwortungsvollen Journalismus, an guter Bildungsarbeit. Aber was Bildungsarbeit bisher gemacht hat, war sehr stark, auch in Schulen, ich habe das ja selber erlebt und ihr wahrscheinlich auch alle, was man selber alles tun kann, Wasser sparen, Sparlampen einbauen und so weiter. Und der Bildungsauftrag aus meiner Sicht ist heute, jungen Leuten zu erklären, wie sie daran mitwirken können, dass Rahmenbedingungen sich verändern. Wie genau funktioniert Politik? Mhm. Welchen Beitrag kann ich leisten, damit sich Dinge verändern? Dass junge Menschen ein Gespür dafür bekommen, dass es einen Unterschied macht,
ob ich an einer Demonstration teilnehme oder nicht, dass es nicht egal ist, ob man sich engagiert. Ja? Auch wenn man, also und dass ich auch eine Resilienz entwickeln dafür, dass man nicht alleine alles verändern kann, so, aber dass man halt dabei war und dafür ein Gespür bekommen. Und tatsächlich dafür und dann für die Policymaker, dass man merkt, okay, da oben sitzen die, die den Rahmen vorgeben und was kann ich tun, damit die halt entsprechend handeln? Oder noch anders gesagt, die Reformer in der Politik, die haben es leichter, wenn sie merken, es gibt Druck von unten. Okay, Christoph, lässt sich für dich da eine Forderung konkret ableiten? Naja, das ist das, was du vorhin schon versucht hast zu beschreiben. Klar, wenn wir jetzt davon ausgehen oder das attestieren, die Kommunikation zu den zur Politik ist deutlich wichtiger als die zur Öffentlichkeit, was den Einzelnen, was die einzelne Handlung anbelangt, ja, dann leitet sich natürlich daraus ab, viel mehr Umfang, viel mehr Geld auch für die Kommunikation der wissenschaftlichen Ergebnisse und das direkte darüber sprechen, das kann ich mir sehr gut vorstellen, spielt da die größte Rolle. Also jeweils zu verschiedenen Themen 200-seitige Berichte an den Bundeskanzler zu schicken, das nützt wahrscheinlich so in der Form wenig. Also da muss man wirklich ins Gespräch kommen und darüber reden. Dennoch, wir waren in der vorherigen Runde auch an einem Punkt, wo wir gesagt haben, Labels für Bekleidung, Labels für Nahrungsmittel, die haben schon auch ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, riesengroße Aufwände zu treiben, um jeder Banane zu attestieren, wie viel Gramm CO2 jetzt damit verbunden ist. Aber zu sagen, was wirklich aus biologischer Landwirtschaft kommt und was nur irgendwie grün angestrichen ist, das halte ich jetzt schon noch für eine wichtige Kommunikationsaufgabe. Und darüber hinaus geht es aber mehr darum, der Öffentlichkeit auch klarzumachen, dass wir Veränderungen in unserem System brauchen und dass die Veränderungen, die seitens der Wissenschaft von der Politik verlangt werden, dass die für unsere Öffentlichkeit gut sind. Das ist eine sehr wesentliche Kommunikationsaufgabe. Ja, mir fällt gerade ein ganz interessantes Beispiel ein. Ich weiß, gibt es vorher Lidl? Ja. Ja, ne? Den Discounter. Und die haben ja einen schlechten Ruf gehabt und so weiter und haben dann angefangen, faire Produkte anzubieten, die relativ wenig gekauft wurden. Aber der Schokolade ist mir jetzt durch die Recherchen meiner Frau klar geworden, die ganze Schokolade, die Lidl in der Hausmarke anbietet, ist ja jetzt aus fairem Handel. Alle. Ja. Und ich möchte wetten, dass die wenigsten Kunden das überhaupt mitgekriegt haben, ja, dass das Produkt sich geändert hat. Die kaufen jetzt einfach wie bisher und machen sich keine Gedanken darüber. Und das ist so mein Idealbild, dass die Waren, die verkauft werden, dass man halt, du hast völlig recht, jetzt ist ein Label notwendig, damit man überhaupt den Unterschied sieht. Aber die Vision ist, dass man gar kein Bio-Label mehr braucht, weil alles genau Bio wird. Und das Faszinierende ist ja, wenn man das über 15, 20 Jahre macht mit einem Fahrplan, schrittweise in der gesamten Europäischen Union und halt nicht Mercosur und TTIP das unterwandern, dann bekommen wir genau das und wir haben 100% Bio und alle werden davon profitieren. Der Landwirt, die Konsumenten, selbst die Agrarbranche wird davon profitieren, weil ja viel mehr Arbeitsplätze entstehen. Mhm. Blockade haben wir hier eigentlich nur durch Lobbyisten und diejenigen, die halt von der Agrarindustrie profitieren. Persönlich. Ich habe jetzt. Es ist nicht wenig, diese Blockade. Ne? Aber eine Frage davon abgeleitet an den Gernot. Wir reden hier jetzt über quasi Labels, Kennzeichnung letztendlich und Transparenz. Wie sehr betrifft denn dich das in deiner Branche? Naja, sagen wir mal so, es muss durch Kommunikation schon ein gewisser Mehrwert geschaffen werden für Produkte, die sich jetzt vom, ich sage mal, billig produzierten aus unklaren Quellen entstanden sind, abheben. Weil ich muss ja in irgendeiner Form einen Nutzen daraus ziehen, dass ich sage, okay, ich kontrolliere jetzt meine Lieferketten, ich gucke, woher meine Rohstoffe herkommen, ich versuche, den CO2-Fußabdruck zu verringern und als Firma muss ich ja irgendwas dafür bekommen.
entweder kann es sein ein höherer Preis oder weniger Giftstoffe, dass es mehr Gesundheit ist oder irgendwas. Nur als Unternehmen an sich kann ich zwar versuchen, damit zu werben, aber ich brauche schon eine globalere Kommunikation, dass es zum Beispiel, ja, wenn jetzt ein Produkt weniger CO2 verbraucht, ganz egal, ob ich jetzt bei der Banane genau weiß, wie viel das ist, dann kann ich meinen Aufwand in irgendeiner Form an den Kunden weitergeben. Entweder, dass er mehr zahlt oder dass er mehr kauft und sich besser fühlt. Und da sehe ich die Kommunikation schon sehr, sehr wichtig. Weil wenn jetzt zum Beispiel das Thema Klimawandel überhaupt nicht in den Medien vorkommt, überhaupt kein Thema ist, dann werde ich als Unternehmen es wahnsinnig schwer haben, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das den Klimawandel positiv beeinflusst. Weil warum soll ich das tun? Ich kann sagen, ich bin Weltverbesserer und mache das, aber das werden wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige tun. Deswegen halte ich das schon für wichtig. Und die Labels, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen affig sind, setzen doch einen Gedankenprozess in Gang, wo man sagt, okay, auch wenn es vielleicht jetzt nicht bis zum letzten durchgestochen alles öko, sauber, clean oder sonst wie ist, aber zumindest die Leute haben sich darüber Gedanken gemacht und es ist ein Mehrwert entstanden für das Produkt. Man kann natürlich dann sagen, okay, ich nehme jetzt besser oder ich habe jetzt noch eine bessere Tracing oder was auch immer und kann deswegen noch mehr Geld verlangen, aber der Prozess muss einmal in Gang gesetzt werden. Und da sehe ich die Kommunikation einfach entscheidend. Und wenn das kommt, ist gut und wenn es nicht kommt, na, dann wird sich das Ganze wieder zurückentwickeln. Aber du bist ja jetzt quasi ganz konkret bei dir im Unternehmen im B2B-Bereich tätig. Das heißt, der Endkonsument kann da ja eigentlich, hat da jetzt unmittelbar auf dein Geschäft nicht sofort eine Auswirkung oder einen Einfluss? Nein, also ich sage mal, wir können mit unseren Produkten hauptsächlich ökologisch sinnvolle Entwicklungen in Gang setzen. Zum Beispiel, es gibt keinen Windpark ohne Chips, es gibt keine Solarenergie ohne Chips, es gibt keine effizienten Serverfarmen ohne energiesparende Chips. Das heißt, wir tragen jetzt indirekt dazu bei. Natürlich haben wir auch einen gewissen direkten Produktverantwortung in den Materialien, die wir einsetzen. Wobei wir werben jetzt nicht an den Kunden an sich, sondern eher jetzt an Hersteller, die vielleicht dann damit werben können. Okay. Ich habe es in der letzten Runde gesagt, was weiß ich, wenn es gelingt, einen kobaltfreien Chip herzustellen, dass vielleicht Apple in seinem iPhone sagt, ja, in unserem iPhone ist kein Kobalt drin. Also das wäre dann so ein Mehrwert. Okay. Ich habe jetzt, bevor ich an den Michael dann gebe, eine Frage an die Monika, die quasi auch vorhin im Eingangsstatement gesagt hat, dass sie sich mit der Mode beschäftigt. Wir sprechen hier jetzt über Labels. Gleichzeitig ist quasi die im Modebereich, sage ich jetzt mal, wäre quasi eine Durchdringung mit Öko-Labels, sage ich jetzt mal, wie im Lebensmittelbereich, quasi, da sind wir weit davon entfernt, selbst wenn teilweise auch einige große Akteure versuchen, da einzelne punktuelle Maßnahmen zu setzen. Aber wenn wir hier über quasi Labels sprechen, wäre es nicht auch wünschenswert, so quasi da gute Ideen zu importieren? Meine Wahrnehmung ist, dass gerade wenn es um Labels geht, solange es jetzt nicht auf der großen politischen internationalen Agenda steht oder EU-weit, dass das oft so nationale Alleingänge sind, sage ich jetzt mal. Wäre es nicht ganz konkret zum Beispiel sinnvoll, sowas wie den grünen Knopf in Deutschland einfach in Österreich mehr oder weniger 1:1 zu übernehmen und das dadurch auch viel mehr Präsenz und noch mehr Bedeutung zu verleihen? Wäre es sinnvoll, wobei der grüne Knopf wahrscheinlich auch noch nicht das Beste, das Ende der Fahnenstange ist, aber eine wichtige Übergangsphase. Die Labels im Modebereich, so eine Sache, erstens die Kleinen, die es versuchen anders zu machen, können sich das oft nicht leisten. Da fängt es mal an, dass die besonders öko sein wollen, oft die Labels sich nicht leisten können. Bei den Großen ist es das Problem, dass es manchmal ablenkt von einer völligen strukturellen Änderung dieses Bereichs. Zum Beispiel, wenn H&M jetzt bis 2030 alles auf Biobaumwolle umstellt, was schon mal schwierig ist, woher die alle kommen soll, dann ist damit aber noch nicht das Problem gelöst, dass ich alle paar Wochen wieder Klamotten auf den Markt schmeiße, die dann irgendwo am Müll landen, sondern es braucht ein völlig anderes Modeverständnis. Das heißt, Labels sind aus meiner Sicht
ein Teil von so einer ökologischen Änderung im Modebereich. Dazu gehören einfach viel langsamere Zyklen, zwei Kollektionen im Jahr statt 36, weil sonst verschiebt sich das nur. Ja? Sonst habe ich genauso viel Rohstoffe, die ich verbrauche, Wasser, die ich verschmutze, nur indem ich einen Bereich praktisch substituiere. Ja? Und also da glaube ich auch, dass es international noch mehr Labels braucht. Und es gibt ja jetzt auch im Textilbereich die Großen, die da alle dran arbeiten, völlig andere Formen von Modewirtschaft zu kreieren, die wirklich nachhaltig sind. Da sind Labels ein Teil davon. Michael, du hast vorhin die Hand gehoben. Ja, ich wollte zur Rolle der Unternehmen sagen, dass sie genau so weit Nachhaltigkeit umsetzen können oder sich für den Klimaschutz engagieren können, insofern es sich rechnet. Ja, also kein Unternehmer kann etwas tun. Also Nike kann nicht mit einmal 100% ökofaire Turnschuhe produzieren, wenn die Menschen dann, wenn das Produkt etwas teurer wird und die Leute bei der Konkurrenz einkaufen. Das kann besonders kein Aktienunternehmen. Die haben ihren Shareholdern versprochen, dass sie eine gewisse Rendite erwirtschaften. Meistens ist sie nicht wenig. Deswegen sagen die Unternehmer auch weltweit bei Befragungen, dass für mehr Nachhaltigkeit brauchen wir radikalere Forderungen, radikalere Vorgaben der Politik. Also anonym wünschen sich die Manager mehr Vorgaben von der Politik. Gerade die verantwortungsvollen Manager, die auf der einen Seite sehen, was eigentlich getan werden müsste, aber auf der anderen die Grenzen auch sehen für ihr Geschäft. Und deswegen war es jetzt auch sehr schön, dass bei diesem Lieferkettengesetz in Deutschland so viele Unternehmen dafür geworben haben. Das ist eine andere Rolle, die Unternehmen jetzt haben, die jetzt sagen, ich kann jetzt nicht alleine hier nur noch faire Textilien produzieren, aber wenn ich weiß, dass die Konkurrenten das auch machen müssen, habe ich damit kein Problem. Das gilt übrigens auch für die Landwirte, auch für die Autobauer, zumal auch die Europäische Union so ein riesiger Wirtschaftsraum ist, wo sowieso 80% des Warenverkehrs stattfindet. Und noch zu dem, was Labels bringen. Also ich bin nicht völlig gegen Labels, aber jetzt ein neues Label mit viel Kraftaufwand einzuführen. Ich will nur mal deutlich machen, wie groß die Differenz ist von dem, was wir wollen und was getan wird. 90% in Deutschland sind bereit, deutlich mehr Geld auszugeben für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Zeigen immer wieder Befragungen. 90%. Deutlich mehr Geld. Ich schätze mal, in Österreich ist das genauso. 4% tun es. Das Biofleisch liegt selbst beim Discounter wie Blei im Regal. Henry, du und jetzt kann man sagen, dass da muss man halt abwarten. Ich würde sagen, es muss schneller gehen. Die Zeit haben wir nicht. Henry? Man versteht dich nicht. So. Ich wollte noch sagen, dass es sehr schwer ist, glaube ich, für viele Unternehmen, viele Leute, die eben in einem Fach versiert sind und da auch ihre Profession drinnen haben, vielleicht eben veränderbar zu handeln, weil sie eben in ihrem Fach versiert sind. Und ich glaube, da braucht es eben auch die Bereitschaft, eben Leute auszubilden, mehr Leute auszubilden, die eben interdisziplinär sind und sozusagen auf einer Metaebene zwischen zwei Bereichen und zwischen zwei Anliegen, zwischen zwei Anliegen abzuwiegen und eben auch da eine goldene Mitte zu finden und nicht eben sozusagen befangen sind, sie müssen eine Meinung vertreten, sondern eben beide Seiten abzuwiegen und da eben eine sozusagen als Betreuer eben oder als Berater eben einen Konsens zu finden. Weil manchmal ist eben eine ökologische Maßnahme, die man machen möchte, aus der Sicht eines Unternehmens nicht durchführbar, aber
da kann eine andere Sichtweise dann wieder Klarheit schaffen vielleicht. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, eben Leute dazu auszubilden, eben um diese Kompetenzen zu haben, um zu verstehen, wie man mit Menschen umgeht und wie man die Anliegen von Fachleuten eben, wie man damit umgehen kann. Okay. Möchtest du da noch eine ganz konkrete Forderung ableiten? Sonst hebt der Michael nochmal die Hand. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Ja, Interdisziplinarität in die Ausbildung reinbekommen. Okay. Ich möchte nochmal ganz konkret zum Informationsungleichgewicht, was ja hier in der Beschreibung steht für die Fokusgruppe. Wir haben natürlich ein Riesenungleichgewicht zwischen Lobbyisten, die vom Konzern bezahlt werden, und für denen, die für Veränderungen und Reformen beim Klimaschutz stehen. Wir haben jetzt allerdings mehr Lobbyisten für erneuerbare Energien und so weiter. Also findet schon eine Veränderung statt. Aber die Aufgabe dann, das kann nicht die Aufgabe des Journalisten sein, aber unsere Aufgabe ist, Lobbyismus zu machen für eine enkeltaugliche Politik. Okay, ich sehe da jetzt ein Nicken beim Gernot. Wie leitest das du für deine Rolle ab? Nee, ich kann dem nur anschließen. Also klar, wir brauchen die Journalisten, um das dann zu transportieren, aber von uns muss schon auch die Forderung oder die Informationen an den Journalismus kommen, dass die dann das entsprechend publizieren können. Da bin ich 100% auf der Seite von Michael. Also was ich vielleicht auch noch ansprechen kann in der verbleibenden Zeit, dass wir auch über die Erfolge berichten. Also Presse redet meistens über das, was schlecht gelaufen ist oder was nicht läuft, aber die Erneuerbaren machen riesen Fortschritte und das war eine Frage von politischer Steuerung. Und wie das gelaufen ist, dass man auch mal zeigt, wo man herkommt, das immer wieder mal einzustreuen, könnte auch eine wichtige Aufgabe sein. Das motiviert auch junge Leute. Gut, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Dann vielen Dank. Wir haben zumindest eine konkrete Forderung und ich finde, das ist auch ein Erfolg. Also das passt schon. Man kann in so kurzer Zeit nicht zwingend erwarten, dass man da quasi alle Probleme, die global anstehen, mit konkreten Forderungen angehen kann. Also danke. Ich bin nachher in der Runde leider nicht dabei, weil ich zu einem Termin muss. Aber ich wünsche noch eine inspirierende Zeit. Okay. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Schönen Tag noch.